你就啥大我是我吗我是我不信啊阿弥陀佛新年快乐谢谢你们我也祝你们新年快乐不不不我们是中国人我们的新年还没来我们中国有春节大家都回老家每年春节的日期都不一样这是跟月球有关系的你听说过十二生肖吗就是中共那个电影吗不是十二生肖就是十二个动物每年都有一个动物比如2019年是猪年我属马我属羊我属狗我属龙我属猪我也是真的那你大我十二岁是的谢谢人Hallo und willkommen bei dieser neuen Lektion Chinesische Anfänger, ich bin Oliver. Um diese Lektion gut zu verstehen, sollst du all meine Ehre-Lektionen gut beherrschen. Du findest die auf der Webseite chinesischmitoliver.de. Die Damen sagen Xinyan Kuai Le. Xin, das bedeutet neu. Und Nian, wie du weißt, das ist Jahr.Kuai le, das bedeutet glücklich oder froh. Also, xin nian kuai le, neues Jahr, frohes. Sehr gut, niemand. Wo ihr zu niemand, xin nian kuai le. Zuerst sage ich, sehr niemand. Ich danke euch. Und dann, wo ihr zu niemand, xin nian kuai le. Ich auch wünsche euch neues Jahr, frohes. Xin kuai le.我们是中国人，我们的新年还没来。我们中国有。Zuerst sagt sie, 不不不，我们是中国人。Nein, wir sind Chinesen. Und dann, 我们的新年还没来。Unser neues Jahr ist noch nicht gekommen. Das erkläre ich mal auf Englisch. May bedeutet have not. Also, 还没来. Das ist still hasn't come.还没来。我们中国有春节，大家都回老家。每年春节。Zuerst sagt sie, 我们中国有春节。Wir, China, haben 春节。春 ist Frühling oder auf Englisch Spring und Tier, das ist Fest. Das Frühlingsfest oder Spring Festival, das ist der Name des chinesischen neuen Jahres. Und das wird im Allgemeinen gefeiert,zwischen Mitte Januar und Mitte Februar. Dann sagt sie, Datia dohui lautia. Jeder kehrt zurück nach seinem lautia. Und das bedeutet wörtlich das alte Haus. Auf Deutsch wäre das Heimatort. Zuerst sagt sie, 每年春节的日期都不一样。Jedes Jahr, der Ruchi vom Frühlingsfest ist nicht den gleiche. Ruchi, das bedeutet Datum. Dann sagt sie, 这是跟月球有关系的。Gen, etwas, 有关系。Auf Deutsch ist mit etwas, haben,eine Relation. In diesem Kontext kannst du das am besten verstehen als relatiert sein an. Und Yuecho bedeutet wörtlich Mondball, auf Deutsch einfach der Mond. Also, wenn sie sagt, dann meint sie, dass das Datum vom Frühlingsfest relatiert ist am Mond.Es hängt ab von der Position des Mondes. Sie fragt, Ni ting shuo guo shuar sheng xiao ma? Ting shuo bedeutet wörtlich hören, sprechen, auf Deutsch hören von etwas. Wenn du guo nach einem Verb sagst,dann ändert dieses Verb im Vergangenheit, ebenso wie le nach einem Verb, das die gleiche Wirkung hat. Also, ting shuo guo, das bedeutet gehört haben von.
Sheng Xiao, das ist ein Tier aus dem chinesischen Tierkreis oder auf Englisch Zodiac. Der chinesische Tierkreis, das sind insgesamt 12 Tiere. 十二生肖吗？就是青龙那个电影吗？ 不是十二生肖。 Ich frage, 就是青龙那个电影吗？ Chen Long, das ist der chinesische Name vom Schauspieler und Regisseur Jackie Chan. Bitte erinnere dich gut das zweite Zeichen, Long, das bedeutet Drache und ist eines der Tiere vom Tierkreis. Jackie Chan hat im Jahr 2012 einen Film gemacht mit dem Titel Chinese Zodiac oder auf Chinesisch Xia'er Sheng Xiao. Tianying, das ist ein Film. 不是十二生肖就是十二个动物。 Sie sagt, nein, die 12 Shengxiao, das sind 12 Dongwu. Dongwu, das ist ein Tier. 十二个动物，每年都有一个动物，比如2019年是猪年，我属马，我属羊。 Zuerst sagt sie, Meinien Toyo Ige Dongwu. Jedes Jahr hat ein Tier. Biru Arling Itonien, Shijunien. Zum Beispiel, das Jahr 2019 ist das Schweinjahr. Dann sagt sie, Woshuma, ich Shu Pferd. Das Verb Shu bedeutet zu etwas gehören. Also, Woshuma bedeutet, ich gehöre zum Pferd. Aber was es tatsächlich bedeutet, ist, ich bin geboren im Jahr vom Pferd. Auf Deutsch wäre das einfach, ich bin ein Pferd. Dann sagen die anderen Damen, was sie sind. Das dritte und vierte Tier kennst du schon. Long, das war Drache. Und Zhu, das ist ein Schwein. Aber jetzt Yang und Go. Yang bedeutet Ziege. Und Go, das ist ein Hund. Ich sage, ich auch. 我也是。真的？那你大我十二岁。嗯，是的。Sie sagt, 真的？那你大我十二岁。 Wirklich? Dann da, du mich, 12岁. Da, wie du weißt, bedeutet groß. Aber du kannst es auch als Verb benutzen. Und dann bedeutet es größer sein als, oder besser älter sein als. Und Sui bedeutet Jahre, wenn du über ein Alter sprichst. Also, wenn sie sagt, Ni da wo sha'ar Sui, dann bedeutet das, du bist 12 Jahre älter als ich. Und das soll ich mal erklären. Der Tierkreis besteht aus 12 Tiere. Also, wenn zwei Personen das gleiche Tier sind, aber das Alter ist nicht das gleiche, dann ist der Alterunterschied also 12 Jahre oder eine Vielzahl von 12 Jahren. Ich sage Schüder, jawohl. Und dann sagen die Damen Pian Ren. Pian, wie du weißt, bedeutet betrügen. Also Pian Ren, das ist ein Lügner oder Betrüger. Gut, jetzt zeige ich dir dieses Gespräch noch einmal, aber diesmal ohne Untertitel. Wir sind中国人，我们的新年还没来。我们中国有春节，大家都回老家。每年春节的日期都不一样，这是跟月球有关系的。你听说过十二生肖吗？就是中共那个电影吗？不是，十二生肖就是十二个动物。
每年都有一个动物，比如2019年是猪年，我属马，我属羊，我属狗，我属龙，我属猪，我也是。真的？那你大我12岁。嗯，是的。机器人。Du findest alle Lektionen auf der Webseite chinesisch mit Oliver.de.